Herzlich willkommen zu unserem Video über das neue iOS-Spiel Swing Racers, welches heute im App Store erscheint. Ja, wir befinden uns jetzt hier im Hauptmenü, können in den Einstellungen unter anderem einstellen, ob wir Rechts- oder Linkshänder sind und eben die Musik, die Lautstärke davon einstellen. Ja, wir gehen jetzt hier gleich in das Spiel hinein. Es gibt 15 verschiedene Strecken, die, wie ihr hier sehen könnt, auf drei verschiedene Schwierigkeitsstufen eingeteilt sind. Das heißt, fünf einfache Strecken, fünf mittlere Strecken und fünf schwere Strecken. Wir fahren jetzt hier zum ersten Mal ja, eine leichtere Strecke. Und ja, dann kommen wir auch gleich schon zum Spiel an sich. Also wenn ihr die Strecke eben einmal schon bestanden habt, dann könnt ihr die auch gleich in der Schwierigkeit steigern. Ihr seht hier, wir sind hier in einem Miniatur-Rennwagen. Das heißt, wir fahren hier alle in kleinen Rennwagen, sozusagen als Ameisen, und fahren aber eben in der richtigen Welt. Das heißt also, hier ist eben alles groß wie in echt sozusagen. Ihr seht es ja hier, der Schlauch und die Rohre und so weiter, hier dieser Schuh, sind alles größer als wir. Und ja, ihr seht auch schon, wie wir unseren Rennwagen steuern, nämlich indem wir ihn hier so ziehen, können wir auch die Richtung eben lenken. Und wenn wir näher zum Auto hingehen, dann verlangsamen wir eben, das heißt, umso weiter wir eben weg sind, umso schneller fahren wir. Und ja, die Strecke, die ihr hier seht, dürft ihr verlassen. Das Ganze stellt eben nur die Ideallinie dar, welche eben am schnellsten ist. Ihr könnt sie aber auch verlassen. Ja, also ihr könnt durchaus die Kurven enger nehmen, als sie hier eben eingezeichnet sind, um eben Zeit zu gewinnen. Ihr müsst die Strecke auch öfter mal verlassen, da hier, habt ihr es gerade gesehen, war links eben ein Stern, denn es gibt auf jeder Strecke zwei Sterne. Und wenn ihr eben beide Sterne eingesammelt habt, dann bekommt ihr hier eben nochmal ein, ja, also ihr seht eben hier immer die verschiedenen, es sind immer vier Aufgaben. Zum einen eben, dass wir Erster werden, das müssen wir auch, damit wir die Strecke schaffen. Außerdem ist die zweite Aufgabe dann immer eine Zeitangabe, die wir unterbieten sollen. Dann hier die Sterne sammeln, hier waren es jetzt drei Sterne, die wir hätten sammeln müssen. Dann haben wir eben das Ganze auch freigeschalten und wie gesagt, die Sterne befinden sich immer außerhalb der Strecken. Ihr müsst die also verlassen, die Ideallinie, und hier sollen wir dann noch ein Auto zerstören. Autos können wir zerstören, indem wir Items benutzen. Diese befinden sich auch meistens außerhalb der Ideallinie. Dann schauen wir uns noch eine andere Strecke an. Meistens sind die Strecken eben Rennen. Es gibt aber auch ab und zu mal Strecken mit anderen Aufgaben, sodass es zum Beispiel keine Gegner dabei sind, sondern einfach nur ein Zeitlimit. Und in diesem Zeitlimit müsst ihr eben versuchen, eine bestimmte Anzahl von Sternen zu sammeln, um diese Strecke dann eben zu bestehen. Und ja, wir gehen jetzt hier mal eine mittelschwere Strecke. Das sieht man auch, dass die deutlich schwerer sind, da man hier eben zum Beispiel leichter irgendwo runterfallen kann oder leichter zerstört werden kann. Und ja, durch das Respawnen verlieren wir natürlich Zeit. Und ja, wie ihr sehen könnt, es sind immer andere Strecken, wie gesagt, 15 verschiedene und immer hier schön, ja, in echt eben. Ihr seht hier eben die Kaffeetassen. Und ja, mir gefallen die Strecken auf jeden Fall extrem gut. Es ist eine sehr schöne Idee, dass wir hier eben Miniaturfahrzeuge sind und in der echten Welt eben herumfahren. Und eben alles aus der gleichen Sicht sehen. Da vorne habt ihr jetzt nochmal einen Stern gesehen.
Es sind immer zwei Strecken, das heißt, ihr habt auch immer zwei Möglichkeiten, zweimal die Chance, eben die Sterne einzusammeln. Und ihr seht schon, wir fahren jetzt hier deutlich öfter hinunter, müssen hier vielleicht auch mal ein bisschen langsamer durch diesen Slalom fahren. Wenn wir immer schön driften, dann bekommen wir auch einen kurzen Geschwindigkeitsboost. Und da war jetzt auch ein Item. Und es gibt eben immer solche kleinen Sequenzen zwischendurch, welche auch schön animiert sind. Ja, und allgemein sieht das Spiel auch extrem gut aus. Also von der Streckengestaltung und von der Streckenvielzahl kann man auf jeden Fall nicht meckern. Außerdem kostet das Spiel 2,99 € und bietet daher keine In-App-Käufe. Und ja, schon allein das macht es eben zu einem sehr guten Spiel. Jetzt haben wir hier gerade einen mit einem Item, nämlich dem Stromschlag, ausgeschalten. Und dadurch konnten wir natürlich zum einen überholen und haben zum anderen eben auch diese Aufgabe erfüllt, dass wir eben einen ausschalten sollen. Und ja, wie gesagt, schon allein dadurch, dass das ein Premium-Spiel ist, weil das kommt eben vor allem hier bei solchen Racer-Spielen ja so gut wie gar nicht mehr vor heutzutage im App Store. Und schon allein deswegen ist das Spiel auf jeden Fall sehr cool. Und ja, es macht auch auf jeden Fall auch viel Spaß mit dieser abwechslungsreichen Steuerart. Und ja, von dem her ein sehr, sehr cooles Spiel. Ihr könnt eure Autos auch anpassen und neue freischalten. Und ja, das war's von diesem Spiel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.